Goalball ist eine der beliebtesten Sportarten für sehbehinderte Menschen weltweit. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten Hans Lorenzen aus Österreich und Sepp Reintle aus Deutschland Goalball als Reha-Sportart für kriegsblinde Veteranen. Auf den Paralympics 1976 war Goalball das erste Mal offiziell vertreten. 2 Jahre später folgte die erste Weltmeisterschaft. 1983 die erste Europameisterschaft. Der erste Goalballverein Deutschlands wurde 2014 in Rostock gegründet. Gründer, Vorsitzender und Mannschaftskapitän des Rostocker Goalballclubs Hansa, kurz RGC Hansa, ist der deutsche Nationalspieler Reno Tiede. Man spielt auf dem Volleyballfeld und man hat so einen Ball, der ist ungefähr wie ein Basketball von der Struktur, wiegt aber über 1 Kilogramm, ist aus Hartgummi. Und im Spiel 3 gegen 3 versucht man den Ball ins gegnerische Tor zu werfen. Der Ball muss dabei mindestens 2-mal den Boden berühren. Orientierung zur Position des Spielgerätes bieten Glöckchen im Inneren des Balls. Eine Spielzeit dauert 24 Minuten. Durch Unterbrechungen aufgrund von Regelverstößen verlängert sich die Spielzeit. Regelverstöße bestehen dann, wenn zum Beispiel der Ball zu hoch, zu lang oder zu kurz geworfen wird. Außerdem dürfen sich die Spieler, während das Match läuft, nicht an die Brille fassen oder länger als 10 Sekunden für einen Wurf in Anspruch nehmen. Das Besondere an dem Spiel ist, dass man den blind spielt. Also alle tragen so eine Brille, kann man sich vorstellen wie so eine Skibrille, bloß halt mit schwarzem Glas, sodass keiner was durchsieht. Und dann muss man das Spiel komplett auf sein Gehör, seine Mitspieler verlassen und versucht eben dann den Ball zu verteidigen. Und dann, sobald man den Ball verteidigt hat, ist es meine Aufgabe, dann eben auch ein Tor zu erzielen. Und wir haben ein Tor, das ist 9 Meter breit, 1,30 hoch. Und ja, so im Spiel, 2x12 Minuten, kommt man so auf 100 Angriffe pro Mannschaft. Da ist dann schon ein bisschen Intensität dabei. Vom 8. bis zum 13. Oktober findet in Rostock die Europameisterschaft im Goalball statt. 20 Teams aus 15 Nationen werden in der Stadthalle und der OSPA Arena in Rostock gegeneinander antreten. Weitere Informationen zur EM oder zu Goalball in Rostock finden Sie unter www.rgc-hansa.de.